Anton schaute sich missgelaunt um. Auf diesem blöden Bauernhof musste er nun eine Woche bleiben, zusammen mit seinen Eltern, die hier alles wunderschön fanden. Ferien auf dem Bauernhof, wie langweilig das schon klang. Ihn hatten seine Eltern natürlich nicht gefragt, ob er seine paar Ferientage zwischen Kühen und Schweinen verbringen wollte. Spazieren gehen und auf Ackergäulen reiten sollte er. Und dazu die gute Landluft atmen. Gute Landluft, dass er nicht lachte. Übrigens, mit der guten Landluft müsst ihr euch wohl getäuscht haben. Es stinkt nämlich. Überhaupt nicht. Ach, ich finde die Landluft herrlich. So frisch. Ganz anders als bei uns in der Stadt. Doch, doch. Mutti hat ganz recht. Trotzdem stinkt es. Die Luft mag vielleicht gesund sein, aber sie stinkt. Ich wusste gar nicht, dass du so eine empfindliche Nase hast. Wenn ich an deinen Freund denke, an diesen Rüdiger von Schlotterstein... Wieso, was ist mit dem? Na, weißt du nicht mehr, wie sein Umhang gestunken hat? Der Umhang ist ja auch schon 100 Jahre alt. Vielleicht sogar noch älter. Bei Vampiren ist das eben so. Zu Antons Glück glaubten seine Eltern nicht an Vampire. Alles, was Anton über seinen Freund, den kleinen Vampir, erzählte, hielten sie für reine Erfindung. Vampire, ja, ja. Gott sei Dank sind wir jetzt auf dem Land. Da haben wir erstmal Ruhe vor deinen ewigen Vampiren. Vampire im Fernsehen, im Kino und in deinen schrecklichen Büchern. So? Anton biss sich auf die Lippen, wenn seine Eltern wüssten, dass der kleine Vampir auch hier war. Seit der vergangenen Nacht wohnte er auf dem Bauernhof. Dieser Gedanke stimmte Anton wieder etwas fröhlicher. Daher war er auch nach dem Auspacken bereit, sich mit seinen Eltern den Bauernhof anzusehen. Frau Hering, die Bäuerin, wollte sie führen. Sie stand bereits im Hof und schaute ihnen erwartungsvoll entgegen. Na, bist du zufrieden mit deinem Zimmer, Anton? Ja. Na, eigentlich ist es ja das Zimmer von unserer Tochter Johanna. Aber wenn wir Feriengäste haben, schläft sie bei Hermann, ihrem Bruder, im Zimmer. An diesem Wochenende sind die beiden allerdings bei den Großeltern. Wie schade. Dann hat Anton gar keine Spielkameraden. Ich kann mich auch so beschäftigen. Haben Ihre Kinder auch Schulferien? Nein, nein, erst übernächste Woche. Anton horchte überrascht auf. Dann würde er wenigstens vormittags seine Ruhe haben. Auf Hermann und Johanna konnte er nämlich gut verzichten. Er kannte sie von der ersten Besichtigung des Bauernhofes. Hermann hatte ihm damals erzählt, dass er nur mit Rittern spielte. Und Johanna war auch nicht sein Fall. Jetzt unterbrach Frau Hering Antons Überlegungen. So, und nun zeige ich Ihnen den Hof. Hier geht es zum Kuhstall. Damit öffnete sie eine grün gestrichene Holztür. Antons Eltern folgten ihr freudig und aufgeregt. Als hätten sie noch nie eine Kuh gesehen, dachte Anton verächtlich. Er trottete gelangweilt hinterher. Im Kuhstall hätte Anton beinahe laut aufgelacht. Es stank zwar erbärmlich nach Kuhmist, der Stall jedoch war leer. Tolle Kühe. Du glaubst wohl, die stehen das ganze Jahr im Stall. Wieso nicht? Sie müssen doch gemolken werden. Gemolken? Wir haben nur Bullen und die sind jetzt auf der Weide. Das muss man ja wissen. Und andere Tiere haben sie nicht? Doch. Na, schau mal hier in den Holzverschlag. Ein Lämpchen, das sie mit der Flasche aufziehen. Das heißt Balduin. Och, ist das süß. Oh, darf ich es anfassen? Aber natürlich. Und du, Anton, du möchtest es nicht streicheln? Nö. Anton fühlt sich zu groß dafür. Überhaupt nicht, aber das ist nur was für Mädchen. Wie bitte? Also du bist ja wohl völlig übergeschnappt. Und ob das was für Mädchen ist, Tiere streicheln, reiten. Mädchen finden das toll, aber ich nicht. Hastig drehte sich Anton um, weil ihm die Tränen in die Augen stiegen. Warum mussten seine Eltern auch mit ihm auf den Bauernhof fahren? Wenn sie jetzt wütend auf ihn waren, war ihm das auch egal. Ein peinliches Schweigen entstand. Dann hörte Anton seinen Vater verlegen lachen. Haben Sie keine Fledermäuse? Anton schwärmt nämlich für Fledermäuse und Vampire. Fledermäuse? Hier oben in der Scheune sind ein paar. Wollen Sie die sehen? Oh nein, bloß nicht. Ich möchte einmal eine Woche lang nichts mit Vampiren und Fledermäusen zu tun haben. Anton atmete auf.
Er war nämlich davon überzeugt, dass der Vampir seinen Sarg oben in der Scheune versteckt hatte. Wir können ja zu den Hühnern gehen. Vielleicht gefällt Anton unser Pfau. Vielleicht. Gähnend ging Anton hinter seinen Eltern und Frau Hering zum Hühnerhof. Die etwa 30 Hühner interessierten ihn nicht. Aber der Pfau beeindruckte ihn tatsächlich. Er stieß nämlich einen Schrei aus, der Anton durch Mark und Bein ging. Das klingt unheimlich, nicht wahr? Manchmal weckt er uns sogar damit. Nachts schreit er auch? Anton musste an den kleinen Vampir denken, der ja nur das Stadtleben kannte. Wie würde der sich ängstigen, wenn in der Nacht dieser fürchterliche Schrei ertönte? Vielleicht würde er vor Schreck abstürzen und sich ein Bein brechen. Anton musste ihn unbedingt warnen, wenn er ihn heute Abend traf. Jetzt allerdings musste sich Anton erst noch die Pferde ansehen. Dabei hatte er Angst vor Pferden. Doch das wollte er um keinen Preis zugeben. Das ist Mohrchen, unser Reitpferd. Und Tinker, ihr Fohlen. Hier, Anton, nimm den Apfel. Damit kannst du Mohrchen füttern. Ich? Ja, dann lernst du dich kennen. Du kannst leichter auf ihr reiten. Ich will aber gar nicht reiten. Du willst nicht reiten? Na, alle Feriengäste bei uns reiten. Du bist doch sportlich, oder? Ja. Na also, und jetzt solltest du Mohrchen endlich ihren Apfel geben. Sie wird schon ungeduldig. Zaghaft streckte Anton seine Hand aus. Der große Pferdekopf kam näher, das Maul öffnete sich und Anton sah zwei Reihen riesiger Zähne. Unwillkürlich zitterte seine Hand und der Apfel fiel ins Gras. Frau Hering hob den Apfel auf und gab ihm Mohrchen. Mohrchen beißt nicht. Sie ist das geduldigste und bravste Pferd hier auf dem Hof. Anton ist das erste Mal auf einem Bauernhof. Und das letzte Mal. Anton, bitte. Der erste Tag ist immer der schwierigste. Morgen gefällt es dir bestimmt schon besser und du hast dich an die neue Umgebung gewöhnt. So, und jetzt solltest du ein paar Runden reiten. Anton fiel in der Eile keine passende Ausrede ein, also folgte er schicksalsergeben Frau Hering auf die Pferdekoppel. Sie fasste Mohrchen am Halfter und lächelte Anton aufmunternd zu. Du kannst aufsitzen. Ohne Sattel? Ja, dann bekommst du ein besseres Gefühl für das Pferd. Und wie soll ich darauf kommen? Na, du fasst in die Mähne und schwingst dich nach oben. Anton nahm seinen ganzen Mut zusammen und folgte ihren Anweisungen. Zunächst ging alles gut. Gerade begann sich Anton wie ein richtiger Cowboy zu fühlen, da setzte sich Mohrchen in Bewegung. Anton hatte Mühe, nicht herunterzufallen. Als er nach einer Viertelstunde wieder festen Boden unter den Füßen hatte, ging er mit steifen Beinen zu seinen Eltern zurück. Du hast dich gut gehalten. Heute Nachmittag sind Sie übrigens mit Reiten dran. Ich? Ja, und Ihre Frau auch. Die betretenen Gesichter von Antons Eltern sprachen Bände. Sie entschädigten Anton für alles, was er an diesem Vormittag durchgemacht hatte. Aber sicher, alle Feriengäste reiten. Oder habt ihr vorhin nicht zugehört? Es wird bestimmt lustig, den Eltern beim Reiten zuzusehen. Davon war Anton überzeugt. Dann aber verschlief er einfach dieses Ereignis. Dabei hatte er nur ein kurzes Mittagsschläfchen halten wollen, so müde, wie er vom Reiten und von dem Sargtragen in der vorangegangenen Nacht war. Als Antons Vater ihn weckte, war es bereits 5:30. Hey, Schlafmütze! Hermann und Johanna sind eben angekommen. Die wollen doch nicht etwa mit mir spielen. Hermann will dir die Scheune zeigen. Er kennt ganz tolle Verstecke, hat er mir erzählt. Anton erschrak. Wenn nun Hermann und Johanna beim Spielen in der Scheune den Sarg entdeckten. Auf einmal hatte es Anton sehr eilig, zur Scheune zu kommen. Die Scheunentür war nur angelehnt. Sie quietschte, als Anton sie öffnete. Durch zwei kleine, fast blinde Fenster kam nur spärliches Licht. Im Halbdunkel erkannte Anton eine alte, morsche Holztreppe, die nach oben führte. Sie verlockte nicht gerade dazu, hinaufzusteigen.
ob er nicht besser wieder umkehren sollte. In dem Moment hörte Anton es oben rascheln. Hallo, Anton! Wo seid ihr? Such uns doch! Oder hast du Angst? Angst? Ich doch nicht! Das war natürlich gelogen. Mit weichen Knien stieg Anton die Holztreppe hinauf. Die Stufen krachten dabei, als würden sie gleich zusammenbrechen. Oben lagen überall Strohballen gestapelt. Zwischen ihnen gab es 1000 Verstecke. Wo sollte Anton da anfangen zu suchen? Aber er hatte eine Idee. Leise kroch er in eine kleine Höhle im Stroh und wartete. Sicher würden sich Hermann und Johanna wundern, wo er blieb, und aus ihren Verstecken herauskommen. Und richtig, nach einer Weile hörte Anton aufgeregtes Flüstern. Siehst du ihn? Nein. Ist er wieder nach unten gegangen? Ich weiß nicht. Aber wahrscheinlich hat er sich versteckt. Wollen wir ihn suchen? Ja, komm. Wo ist er denn? Ist er nicht mit der Kiste. Aber da vielleicht. Hier, da. Nein, auch nicht. Ich hab ihn! Na, du bist ja ganz schön gerissen. Einfach zu warten, bis wir rauskommen. Das hattet ihr wohl nicht erwartet. Und wir hatten so ein tolles Versteck. Hinter einer Holzkiste. Was? Hinter einer Holzkiste? Anton blieb fast das Herz stehen. Hoffentlich war es nicht der Sarg des kleinen Vampirs. Wo denn? Da drüben, hinter der Kiste von unserer Großmutter. Ach so, andere Kisten habt ihr nicht. Nein, wieso fragst du? Vielleicht ist Anton Schatzsucher. Sehr komisch. Spielst du Tischtennis? Nicht sehr gut. Hermann auch nicht, aber ich bin ziemlich gut. Haha, das wollen wir doch erst mal sehen. Das erste Tischtennisspiel gegen Hermann gewann Anton. Nach dem Abendessen aber behauptete er, müde zu sein und schlafen gehen zu wollen. In Wirklichkeit wollte er weiter nach dem Sarg suchen. Doch nirgendwo entdeckte Anton eine Spur von ihm. Schließlich blieb er vor einem flachen Gebäude ohne Fenster stehen. Vorsichtig öffnete Anton die Eisentür und prallte zurück. Denn in demselben Augenblick erhob sich ein ohrenbetäubendes Schreien und Kreischen. Entsetzt schlug er die Tür zu und rannte zum Haus zurück. Auf einmal kam ihm ein furchtbarer Gedanke. Wenn nun der Vampir bei der Suche nach einem Versteck ebenfalls diese Tür geöffnet hatte und wenn diese grässlichen Wesen ihn gepackt und zu sich hereingezogen hatten. Anton beschloss, Johanna zu fragen, was es mit diesem Gebäude und seinen unheimlichen Bewohnern auf sich hatte. Johanna saß im Wohnzimmer und sah sich einen Tierfilm an. Ich muss dich was fragen. Jetzt nicht, wenn der Film zu Ende ist. Ach, ich muss aber unbedingt wissen, was in dem flachen Gebäude ist. Vorhin, als ich die Tür aufmachte. Du hast die Tür aufgemacht? Na, dann kann ich mir vorstellen, was passiert ist. Was ist denn da dran? Das weißt du nicht? Hast du denn nicht das Quieken gehört? Quieken? Waren das etwa Schweine? Ja. Das glaube ich nicht. Ein Schweinestall hat Fenster. Es ist auch kein normaler Schweinestall. Wir haben Mastschweine. Die leben im Dunkeln? Ja, sie sehen nur Licht, wenn mein Vater kommt und das Futter einlässt. Deshalb schreien sie dann auch so laut. Das ist ja Tierquälerei. Ach ja? Jetzt braucht mein Vater aber wenigstens nicht mehr auszumisten. Das geht alles automatisch. Trotzdem ist es Tierquälerei. In dem alten Schweinestall hatten sie es auch nicht besser. Du kannst ihn dir ja mal angucken. Er ist allerdings voller Gerümpel. Anton horchte auf. Ein alter Schweinestall? Voller Gerümpel? Ob der kleine Vampir sich den als Versteck gewählt hatte? Anton ließ sich von Johanna erklären, wo der alte Stall lag. Als er ihn erreicht hatte, war es ihm allerdings doch sehr unbehaglich zumute. Die alte Stalltür stand nämlich halb offen. Und ein merkwürdiger Schatten strich um die Tür herum. Wenn das nun nicht der kleine Vampir war, sondern einer seiner blutrünstigen Verwandten. Jetzt kam der Schatten geschmeidig und lautlos
auf ihn zu. Rüdiger? Ja, hallo Anton. Ich hab dich schon überall gesucht. Und wieso? Weil wir sind doch Freunde. Freunde? Hätte ich mich nur nicht von dir überreden lassen, auf diesen lausigen Bauernhof zu fahren. Überredet? Und was war mit Jörg dem Aufbrausen dann? Musstest du nicht seinetwegen verschwinden? Schon. Ja. Aber hier gibt es überhaupt nichts Vernünftiges zu essen für mich. Die halbe Nacht bin ich gestern unterwegs gewesen und habe nur eine Maus gefangen. Du kennst dich eben noch nicht aus. Ich wette, du weißt noch nicht einmal, wo die Bullen sind. Bullen, wenn das alles ist. Und Hühner. Ich kann dir zeigen, wo der Hühnerhof ist. Und ich weiß sogar, wo ein... Lämpchen, wollte Anton sagen. Doch als er an das weiße, wollige Bündel dachte, stockte er. Er beschloss, Rüdiger besser nichts von dem Lämmchen zu verraten. Was? Legehenne. Legehenne. Lass mich bloß in Ruhe mit dem Viehzeug. Eigentlich wollte ich ja zu dir reingucken. Wie reingucken? In den Schweinestall, oder wohnst du da nicht? Doch, aber nur ganz kurz. Wie du weißt, habe ich entsetzlichen Hunger. Im Schweinestall herrschte ein heilloses Durcheinander. Überall standen Bretter, alte Türen, Möbel und Werkzeug herum. Auf allem lag eine dicke Staubschicht. Außerdem stank es nach Schweinemist und Moder. Anton schüttelte sich. Aber für den kleinen Vampir war es genau der richtige Unterschlupf. Er hatte seinen kleinen Sarg in einer Ecke zwischen alten Möbelstücken versteckt. Ein fabelhaftes Versteck, nicht wahr? Rüdiger ging zu seinem Sarg, holte einen Hut hervor und setzte ihn auf. Anton biss sich auf die Lippen, um nicht laut zu lachen. Es war der Tirolerhut, den er dem Vampir für die Bahnfahrt geliehen hatte. Rüdiger sah damit wie eine Witzfigur aus, fand sich selbst aber sehr schön. Gehen wir? Wohin? Du wolltest mir doch zeigen, wo ich etwas zu essen finde. Dabei wusste Anton selbst nicht genau, wo die Weide mit den Bullen lag. Daher führte er den kleinen Vampir zuerst in den Hühnerhof. Doch zu Antons Verwunderung war dort kein einziges Huhn zu sehen. Wo sind denn nun deine Hühner? Die schlafen schon. Und wo? Diese Frage hatte sich Anton auch schon gestellt. Aber er wusste keine Antwort. Natürlich wollte er das vor Rüdiger nicht zugeben. Einige schlafen sicher in den Bäumen. Hühner? In den Bäumen? Wieso? Es sind doch Vögel. Also, wir Vampire verstehen ja nicht viel von Viehzucht. Aber dass Hühner in Bäumen schlafen, habe ich noch nie gehört. Komisch. Oh, da oben in dem Baum sitzt aber wirklich etwas. Ich kann einen Schatten sehen, der sich bewegt. Ein Schatten, der sich bewegt? Ist es ein Tier? Vielleicht ist es ein Vampir. Ein Vampir? Seit wann fürchtest du dich vor Vampiren? Es könnte ja auch Tante Dorothee sein. Tante Dorothee ist viel fetter. Oder Sabine die Schreckliche. Meine Oma lauert nicht in Bäumen. Aber es könnte Anna sein. Wo du bist, da will sie doch auch sein. Und ist sie es? Anna, die Verliebte, saß in dem Baum und piepte. Und Anton, ihr verliebter Schatz, wär gern bei seinem Anna-Spatz. Sehr witzig. Jetzt sah auch Anton das Wesen. Es flog auf den Drahtzaun und stieß einen grellen, durchdringenden Schrei aus. Plötzlich wusste Anton, wer das Wesen war. Aber er konnte es Rüdiger nicht mehr sagen, denn der war Hals über Kopf davongerannt. Dabei hatte er ihn doch vor dem Pfau warnen wollen. Am nächsten Abend ging Anton wieder in den Schweinestall. Der kleine Vampir lag noch in seinem Sarg. Er hatte seine zerlöcherte schwarze Decke bis zum Kinn hochgezogen und sah Anton mit geröteten Augen an. Geht es dir nicht gut? Ich bin verletzt. Der kleine Vampir schlug die Decke zurück, sodass Anton einen Kratzer an seinem Hals sehen konnte. Fast hätte Anton gelacht. So schlimm fand er diese Verletzung wirklich nicht. Bestimmt kriege ich eine Blutvergiftung. Ich fühle mich sterbenskrank. Du siehst ganz normal aus. Normal.
Nach so einer Nacht kann ich gar nicht normal aussehen. Was ist denn passiert? Der Hof steckt voller Ungeheuer. Ungeheuer? Wenn du das Wesen meinst, das so geschrien hat. Das war ja noch harmlos. Aber als ich über die Wiese lief, kam ein Ungeheuer auf mich zugerannt. So hoch wie ein Haus und schlug mich. Bestimmt, Morchen. Hast du daher den Kratzer? Den was? Verletzung am Hals. Hast du die von dem Ungeheuer? Es kam noch ein zweites Ungeheuer angelaufen. Da sprang ich mit letzter Kraft in ein Gebüsch. Und dabei hast du dir den Hals an den Dornen aufgerissen? Nein. In dem Gebüsch saß noch ein drittes Ungeheuer. Es fiel sofort über mich her und biss mich in den Hals. Ich wurde ohnmächtig. Anton war davon überzeugt, dass der kleine Vampir sich nur an den Dornen geritzt hatte. Aber es war sicher besser, er tat so, als ob er die Geschichte mit dem Ungeheuer im Gebüsch glaubte. Ich werde schon noch herausbekommen, was das für ein Ungeheuer war. Jetzt? Nein. Zuerst muss ich was essen. Gehen wir zusammen? Und was ist, wenn ich fliegen will? Ich habe den zweiten Vampirumhang mit. Also gut, du kannst mitkommen. Aber misch dich unterwegs nicht in meine Angelegenheiten ein. Das hatte Anton auch gar nicht vor. Ihn gruselte es immer bei dem Gedanken an die Nahrung des kleinen Vampirs. Jetzt flog er aber doch neugierig hinter Rüdiger her. Unter ihnen kam ein kleines, redgedecktes Bauernhaus in Sicht. Rüdiger verlangsamte seinen Flug und wandte sich Anton zu. Mit einem Kopfnicken deutete er auf das Haus. Genau das Richtige für mich. Ich schätze, da wohnt ein altes Ehepaar mit seinen 6 Enkelkindern. Die Kinder schlafen schon und die Großeltern gehen auch gleich ins Bett. Die Eingangstür haben sie sicherlich verschlossen. Alte Leute sind nämlich vorsichtig. Aber ich wette, sie haben vergessen, die Hintertür abzusperren. Alte Leute sind nämlich vergesslich. Komm, Anton. Willst du nicht lieber allein gehen? Nein, du kennst dich mit Menschenhäusern besser aus. Aber nicht mit Bauernhäusern. Du willst dich bloß drücken? Überhaupt nicht. Umso besser. Dann gucken wir jetzt nach, ob die Hintertür abgeschlossen ist. Leise schlichen Anton und Rüdiger durch den Garten zum Haus. Schließlich kamen sie zu einer großen Terrasse. Du gehst rüber und prüfst, ob die Terrassentür offen ist. Wieso ich? Weil ich mit meinen guten Augen hier Wache halten muss. Das klang nicht sehr überzeugend, fand Anton. Trotzdem ging er mit weichen Knien zur Tür und drückte die Klinke zaghaft nach unten. Die Tür war abgeschlossen. Dann müssen wir es vorn versuchen. Ich schätze, die alten Leute haben die Türen verwechselt. Bestimmt haben sie vergessen, die Vordertür abzuschließen. In diesem Augenblick ging im Zimmer, das zur Terrasse führte, Licht an. Die Terrassentür wurde geöffnet und eine junge Frau in einem langen grünen Kleid trat heraus. Anton und der kleine Vampir blieben wie vom Donner gerührt stehen. Da seid ihr ja endlich! Unsere Ferienkinder sind da! Bruno und Rudi aus Berlin! Jetzt tauchte hinter der Frau ein großer, breitschultriger Mann in einem blauen Bademantel auf. Das ist ja eine Überraschung. Ihr habt wohl euren Zug verpasst. Anton überlegte blitzschnell. Die Frau und der Mann warteten anscheinend auf 2 Ferienkinder, die sich verspätet hatten. Und nun verwechselten sie ihn und den kleinen Vampir mit den Kindern. Was für ein Glücksfall. Sie brauchten nur so zu tun, als ob sie die Ferienkinder wären. Dabei würde sich sicher eine günstige Gelegenheit zur Flucht ergeben. Wir sind in den falschen Zug gestiegen. In den falschen Zug gestiegen? Ja, hat euch denn eure Mutter nicht in den Zug gesetzt? Doch, aber in den falschen. Sie hat ihre Brille nicht auf, wissen Sie. Und wann habt ihr das gemerkt? Das ist doch gar nicht so wichtig jetzt. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr da seid. Hoffentlich erholt ihr euch in den nächsten 4 Wochen recht gut. 4 Wochen? Für dich dürften 4 Wochen noch zu kurz sein, so blass wie du bist. Mein Freund muss sich erst an die Landluft gewöhnen. Er ist nämlich ein echter Berliner. Dein Freund? In dem Brief vom Jugenderholungswerk stand, dass ihr Brüder seid. Halbbrüder. Wir müssen jetzt unser Gepäck holen. Komm, Rudi. Welches Gepäck? Unsere Koffer. Du weißt schon. Ach ja, unsere Koffer. Eure Koffer? Sind die nicht in der Gepäckaufgabe? Nein, die sind da hinten. Wir haben sie unterwegs abgestellt. Komm jetzt, Rudi. Moment, ich komme natürlich mit. Ich muss mir nur schnell etwas anderes anziehen. Damit ging der Mann ins Haus.
Das war die Gelegenheit, auf die Anton gewartet hatte. Er rief ihm nach, sie wollten schon vorgehen. Dann winkte er dem kleinen Vampir und sie verschwanden in den Büschen. Als sie außer Sichtweite waren, breiteten sie ihre Umhänge aus und flogen. Oben in der Luft erschien Anton ihr Abenteuer eher lustig. Morgen steht in der Zeitung, zwei Berliner spurlos vom Erdboden verschwunden. Ich flieg besser allein weiter. Mit dir habe ich nur Pech. Wie bitte? Du vergisst wohl, dass ich dir eben fast das Leben gerettet habe. Ha, Leben gerettet? Du hast mich erst überhaupt zu diesem Bauernhof gelockt? Ich soll dich dahin gelockt haben? Und wer hat gesagt, genau das Richtige für mich? Du. Ich? Jawohl. Und wenn du mir nicht das Märchen von den alten Leuten erzählt hättest, die immer vergessen, ihre Hintertür abzuschließen, dann wäre ich gleich weitergeflogen. Du kannst immer nur anderen die Schuld geben. Du Egoist. Egoist? Das klingt gut. Bestimmt ist es etwas ganz Schlimmes. Das werde ich Lumpi und Tante Dorothee erzählen, dass mich jemand Egoist genannt hat. Dann kannst du ihnen ja auch gleich noch erzählen, dass du der gemeinste, unzuverlässigste Kerl bist, der mir je begegnet ist. Und mit so einem will ich nichts mehr zu tun haben. Damit machte Anton eine heftige Drehung in der Luft. Im Abfliegen sah er noch, wie der kleine Vampir eitel lächelte. Den ganzen folgenden Tag wollte Anton erstmal nichts von Vampiren wissen. Er ließ sich sogar dazu herab, mit Hermanns Rittern zu spielen und langweilte sich schrecklich. Deshalb ging er schon um 9 Uhr schlafen. Am nächsten Morgen war Anton der Erste am Frühstückstisch. Du bist schon wach? Naja, das kann doch jedem mal passieren. Ist Mutti noch nicht auf? Nein, sie konnte heute Nacht kaum schlafen. Und dann hatte sie noch einen Albtraum. Ein Albtraum? Ja, sie sah einen Falter, so groß wie ein Kind. Er hockte auf dem Fenstersims und starrte sie mit seinen fürchterlich roten Augen an. Das klingt fast nach einem Vampir, was, Anton? Vampire? Hier auf dem Bauernhof? Bestimmt. Diese alten Schuppen und Ställe sind doch wie geschaffen für sie. Aber es gibt doch keine Vampire. Und was ist mit deinem Freund? Mit welchem Freund? Na, mit diesem Rüdiger von Leichenfels. Leichenfels? Das ist nicht mein Freund. Na, Freund oder nicht. Hast du nicht immer behauptet, er sei ein Vampir? Glücklicherweise kam gerade Frau Hering mit dem Frühstückstablett herein. So blieb Anton einer Antwort erspart. Heute Morgen kann ich Ihnen leider keine Eier servieren. Irgendjemand ist bei den Hühnern gewesen und hat alle Eier zerstochen. Wer macht denn sowas? Na, das möchte ich auch wissen. Dabei sah sie Anton forschend an. Doch der blieb ganz ruhig. Schließlich war er unschuldig. Ach, wahrscheinlich war es ein Kinderstreich. Aber ein sehr schlechter, finde ich. Es könnte ebenso gut ein Erwachsener gewesen sein. So? Glaubst du, dass ein Erwachsener auf die Idee kommen würde, alle Eier anzubohren und auszutrinken? Sie reichte Antons Vater ein leeres, braunes Ei. Kopfschüttelnd untersuchte er es. Das Ei hatte 2 kleine Löcher, so groß wie die Spitze eines Bleistifts. Vielleicht war es ein Landstreicher. Oder ein Fuchs. Ein Fuchs auf 2 Beinen. Anton spürte, wie er unter Frau Herings prüfendem Blick errötete. Nun glaubte sie sicherlich, dass er es gewesen war. Dabei wurde er immer rot, wenn ihn jemand scharf anguckte. Ich hab nichts damit zu tun. Ich war um 9 im Bett. Aha. Na, wir werden wohl nie erfahren, wer es wirklich war. Aber derjenige ist hoffentlich so klug, es nicht noch einmal zu versuchen.
Das nächste Mal kommt er nämlich nicht so glimpflich davon. Dann deckte sie den Tisch und ging in die Küche zurück. Offenbar war für sie das Thema beendet. Nicht aber für Antons Vater. Das war ein ziemlich dummer Einfall von dir. Ich möchte, dass du jetzt zu Frau Hering gehst und dich entschuldigst. Wie bitte? Ich soll mich entschuldigen, obwohl ich nichts getan habe? Sucht euch doch einen anderen Sündenbock. Wütend rannte Anton aus dem Zimmer. Die Eier wiesen doch eindeutig die Spuren eines Vampirbisses auf. Wie konnte da jemand an seine Schuld glauben? Aber die Erwachsenen waren eben dumm und rechthaberisch. Bei diesen Überlegungen verrauchte Antons Wut auf den kleinen Vampir. Er beschloss, sich am Abend mit Rüdiger zu versöhnen, und er wollte ihm raten, in Zukunft die Hühner in Frieden zu lassen. Doch dazu kam Anton nicht. Seine Eltern beschlossen nämlich, eine Nachtwanderung mit ihm zu machen, damit er nicht wieder vor Langeweile auf dumme Gedanken käme. Erst um 22:30 kamen sie wieder auf den Bauernhof zurück. Anton war vollkommen erledigt. Außerdem hatte er versucht, über einen Bach zu springen und war dabei ins kalte Wasser gefallen. Du machst dein Gesicht wie 3 Tage Regenwetter. Ich habe Halsschmerzen. Hast du dich etwa erkältet? Dann musst du gleich heiße Milch mit Honig trinken. Hoffentlich ist Frau Hering noch wach. Im Wohnzimmer brannte Licht. Oh, geh schnell ins Bett. Ich bring dir dann die Milch. Anton grinste zufrieden. Er trank gerne heiße Milch mit Honig. Vor allem im Bett. Diesmal allerdings musste er ungewöhnlich lange auf seine Honigmilch warten. Endlich brachte seine Mutter ihm ein großes Glas. Vorsichtig trank er einen Schluck. Die ist ja ganz kalt. So, tatsächlich? Ach, dann muss sie wieder abgekühlt sein. Frau Hering hatte mir so viel zu erzählen, weißt du? Was denn? Es ist wieder jemand im Hühnerstall gewesen und hat die Eier ausgetrunken. Hat Frau Hering ihn gesehen? Den Eiertyp meine ich. Nein. Als Frau Hering um 10 in den Hühnerstall ging, war es schon passiert. Und alle Eier haben die gleichen Löcher wie gestern. Nun könnt ihr mich nicht mehr verdächtigen. Nein, du kannst es nicht gewesen sein. Aber bald werden wir wissen, wer im Hühnerstall sein Unwesen treibt. Wieso? Frau Hering hat einem Nachbarn Bescheid gesagt. Er kommt morgen Abend und bringt seinen Hund mit. Oh nein. Fürchtest du dich neuerdings vor Hunden? Vor Hunden nicht, aber vor Nachbarn. Wie recht Anton damit hatte, erfuhr er am nächsten Nachmittag von Johanna. Sie erzählte ihm, dass der Nachbar Herr Stöbermann heiße und der alte Dorfarzt sei. Im Übrigen habe er dasselbe Hobby wie Anton, nämlich Vampire. Anton bekam eine Gänsehaut. Er musste den kleinen Vampir warnen. Sofort nach dem Abendessen lief Anton deshalb auf den Hof. Gerade fuhr ein kleiner Lieferwagen vor. Ein mittelgroßer Mann stieg aus. Dabei sah er sich drohend und finster um. Jetzt ließ er seinen Hund aus dem Wagen. Der hatte die Größe einer Dogge und fletschte die Zähne. Anton stand starr vor Angst. Der Mann nickte ihm kurz zu und verschwand im Haus. Anton schüttelte sich und lief weiter zum alten Schweinestall. Er öffnete die Tür und schloss sie rasch wieder hinter sich. Hoffentlich war der kleine Vampir schon wach. Rüdiger, ich bin's, Anton. Rüdiger, ich bin's. Komm rein. Bist du allein? Eine Dame erwartet dich. Eine Dame? Etwa Tante Dorothee? Guck doch selbst nach. Oder ist es Anna? Natürlich, das ist Anna. Mit klopfendem Herzen ging Anton weiter in den Stall hinein. Anna saß am Fußende des Sarges. Ihre großen Augen sahen ihn so zärtlich an, dass ihm ganz heiß wurde. Guten Abend, Anton. Hallo, Anna. Ich musste dich unbedingt sehen. Mich? Glaubst du vielleicht, sie hätte Sehnsucht nach mir? Ich habe etwas mitgebracht. Mein Poesiealbum.
Du sollst als erster Mensch hineinschreiben. Von mir steht auch schon ein Gedicht drin. Willst du das hören? Hab ich Blut, geht's mir gut. Hab ich Sekt, geht's mir schlecht. An deiner Stelle würde ich damit nicht so angeben. Sekt und schlecht reimen sich nämlich überhaupt nicht. Na und? Dafür reimen sich Blut und gut. Aber bei einem richtigen Gedicht müssen sich alle Zeilen reimen. Schreibst du mir etwas hinein, Anton? Doch Anton gab keine Antwort. Er war auf einmal kreidebleich geworden. Hast du etwas? Draußen ist jemand. Draußen vor dem Stall? Ja, und ich weiß auch, wer es ist. Herr Stöbermann. Er ist extra heute Abend hergekommen. Er will herausfinden, wer im Hühnerstall immer die Eier austrinkt. Und warum sagst du das erst jetzt? Weil, Anna... Wir müssen fliehen. Ihr würdet aber nicht weit kommen. Herr Stöbermann hat einen Hund, eine Bestie. So groß wie ein Kalb. Ich habe eine viel bessere Idee. Falls Anton mitmacht. Was für eine Idee. Du gehst jetzt nach draußen und redest mit diesem Herrn Stöbermann. Ich? Aber ich... Hab auch Angst vor ihm, wollte Anton sagen. Doch dann überlegte er es sich anders, weil er sich nicht blamieren wollte. Worüber soll ich denn mit ihm reden? Das ist ganz egal. Du musst ihn nur von hier weglocken. Also gut, ich gehe. Kaum stand Anton vor dem Stall, da schoss etwas Schwarzes auf ihn zu und blieb auf einen Zuruf hin ein paar Schritte vor ihm sitzen. Der Hund von Herrn Stöbermann. Anton wagte nicht, sich zu bewegen. Als Herr Stöbermann auftauchte, war er sogar erleichtert. Was machst du denn hier? Ich hab was gesucht. Und was? Einen Zettel mit einer Telefonnummer. Den hast du ausgerechnet hier verloren? Ja, hier irgendwo. Im alten Schweinestall hast du auch schon nachgeguckt. Ich habe nämlich gehört, wie du darin herumgegangen bist. Ja, das stimmt. Aber da war der Zettel auch nicht. Ist dir da was Verdächtiges aufgefallen? Was Verdächtiges? Nein, überhaupt nicht. Gerade wollte ich nachsehen, was im Schuppen los ist. Aber wenn du sagst, dass du nichts Verdächtiges bemerkt hast, es steht doch bestimmt nur Gerümpel darin, oder? Ja, nur Gerümpel. Na ja, dann kann ich mir den Weg ersparen. Sag mal, weißt du, wer hier immer die Eier austrinkt? Och, ich konnte mir schon vorstellen, wer das macht. So, wer denn? Ein Mann in einem schwarzen Mantel. Ein Mann in einem schwarzen Mantel? Mhm. War der Mantel sehr lang und sehr weit? Ja, er reichte bis zum Boden. Es war auch kein richtiger Mantel, sondern eher ein Umhang. Wirklich? Und wie sah der Mann aus? Er war sehr blass und hatte lange, ungekämmte Haare. Hat er muffig gerochen? Ich musste mir fast die Nase zuhalten. Also doch, ein Vampir. Was haben Sie gesagt? Ach, nichts. Und wo hast du diesen Mann gesehen? In der Scheune. Ich beobachtete zufällig eines Abends, wie er zwischen den Strohballen verschwand. Kannst du mir die Stelle zeigen, wo er verschwunden ist? Selbstverständlich. Natürlich entdeckte Herr Stöbermann in der Scheune keinen Mann. Was für ein enttäuschtes Gesicht er gemacht hatte. Anton lag im Bett und schmunzelte. Dann zog er Annas Poesiealbum unter dem Kopfkissen hervor. Sie hatte es eben vorbeigebracht. Anton wollte noch ein wenig darin lesen. Darüber musste er wohl eingeschlafen sein. Als er die Augen wieder öffnete, sah er in das besorgte Gesicht seiner Mutter. 38,3... murmelte sie. Einige Zeit später erwachte Anton zum zweiten Mal und glaubte zu fantasieren. An seinem Bett stand Herr Stöbermann. Leider wirkte er sehr lebendig. Und dann fiel Anton ein, dass er ja der Dorfarzt war. Du bist krank? Weiß ich nicht. Das weißt du nicht? Na, dann mach mal den Mund auf. Der Rachen ist entzündet. Du hast dich wohl gestern Abend erkältet. Also wenigstens deinen Zettel gefunden. Übrigens, den Mann, von dem du mir erzählt hast, habe ich nirgendwo gesehen. Welchen Mann? Ach, wissen Sie das nicht? In der Scheune soll sich ein Mann verstecken. Er ist sehr blass, hat lange ungekämmte Haare und trägt einen schwarzen Umhang. Hat Ihnen Anton das erzählt? Ja. Ach, das hat er sich nur ausgedacht. Stimmt das? Hast du dir das ausgedacht? Ja. Und warum?
Ich wollte mir einen Spaß machen. Ein schöner Spaß. Dadurch ist uns vermutlich der echte Eierdieb entwischt. Dann fragen Sie doch meine Eltern. Die verdächtigen nämlich jemanden. Und wen? Mich. So ein Unsinn. Das war doch nur im Anfang. Streitet da. Euch nicht. Anton ist schließlich krank. Genau, und ich brauche jetzt Ruhe. Damit legte sich Anton zurück und schloss die Augen. Aber nur so weit, dass er noch sehen konnte, wie Herr Stöbermann mit seinen Eltern das Zimmer verließ. Zu Antons Ärger fühlte er sich wirklich sehr elend. Daher verbrachte er den Tag lesend im Bett. Am Abend aber stand er auf, zog seinen dicksten Pullover an und schlich sich nach unten. Er musste unbedingt nachsehen, wie es Rüdiger und Anna ging. Schon an der Stalltür hörte er ein leises Ächzen und Schleifgeräusche. Du kommst gerade richtig. Wir wollen nämlich den Sack in die Gruft zurückbringen. Den Sack zurückbringen? Ja. Aber wieso? Es ist wegen Stöbermann. Rüdiger hat den ganzen Tag kein Auge zugemacht und jetzt will er unbedingt nach Hause. Und Jörg, der Aufbrausende? Der ist aus der Gruft ausgezogen. Oh, zu Rüdigers Glück. Jörg, der Aufbrausende, hat sich mit Lumpi gestritten und der hat ihn kurzerhand aus der Gruft geworfen. Nun fass endlich mit an. Ja. Zu dritt trugen sie den Sarg vom Hof und die Dorfstraße hinunter. Während der ganzen Zeit jammerte der kleine Vampir, dass er noch nichts gegessen hätte. Als sie zu einem roten Backsteinhaus kamen, war er dann nicht mehr zu halten. Er müsse sich erst einmal stärken, sagte er und verschwand. Anton und Anna warteten. Plötzlich hörten sie ein wütendes Gebell, das von der Rückseite des Hauses kam. Das klingt wie Stöbermanns Hund, diese schreckliche Bestie. Und Rüdiger, ich sehe nach, ob ihm etwas passiert ist. Moment, wenn das wirklich das Haus von Stöbermann ist, dürfen wir nichts überstürzen. Oder willst du, dass er dich auch noch kriegt? Glaubst du etwa, dass... Ja. In diesem Augenblick ging in dem Zimmer neben dem Eingang das Licht an. Und was sie dort sahen, ließ ihnen den Atem stocken. Herr Stöbermann betrat das Zimmer und vor sich her schob er den kleinen Vampir. Jetzt zog Herr Stöbermann mit einem Ruck die Vorhänge zu. Oh, wie entsetzlich hast du die Holzpfähle gesehen, die aus seiner Jacke rausragten. Was wird er nur mit Rüdiger machen? Zuerst einmal wird er ihn aushorchen. Ja, und dann... Am liebsten werde ich das Fenster einschlagen. Das würde gar nichts nützen. Doch! Wir müssen es anders machen, listiger. Und ich weiß auch schon wie. Ich werde jetzt klingeln. Dann wird Stöbermann an die Tür kommen. Ja, und Rüdiger kann entwischen. Oh, Anton, ich hab solche Angst. Ich auch, dachte Anton, aber das sagte er lieber nicht. Stattdessen ging er mit selbstbewusster Miene auf die Haustür zu und klingelte. Er musste noch ein zweites Mal klingeln. Erst dann öffnete Herr Stöbermann die Tür. Aber nur einen Spalt breit. Was gibt es? Es ist wegen meiner Halsschmerzen. Ach so, jetzt erkenne ich dich wieder. Du bist das Ferienkind mit dem Rachenkater. Sag mal, was machst du denn hier draußen? Wieso bist du nicht im Bett? Meine Mutter hat mich hergeschickt. Ich soll andere Tabletten holen. Die sie mir gegeben haben, helfen nicht. Die können auch nicht helfen, wenn du nachts unterwegs bist. Aber ich will dir trotzdem andere geben. Warte hier. Augenblick. Meine Mutter hat gesagt, sie sollen mir auch in den Hals gucken. Deshalb schickt sie dich durch die kalte Nachtluft hierher? So ein Leichtsinn. Wenn ich nicht gerade Besuch hätte, würde ich deine Mutter anrufen. Aber ich habe, wie gesagt, Besuch. Und überhaupt, ich habe jetzt keine Sprechstunde. Komm morgen wieder. Und die Tabletten? Ich hol dir ein paar Tabletten aus dem Arbeitszimmer. Warte. Bangend verfolgte Anton, wie er in einem Zimmer verschwand. Eine Weile hörte er nichts. Und dann einen Aufschrei. So ein Mist! Das Fenster! Dass ich daran nicht gedacht habe! Anton machte einen Luftsprung vor Freude. Offenbar war dem kleinen Vampir die Flucht geglückt.
Nur Herrn Stöbermann wollte er in diesem Augenblick lieber nicht begegnen. Rasch rannte Anton zu dem Platz zurück, wo er Anna verlassen hatte. Aber von ihr und Rüdiger keine Spur. Sicher kamen die beiden auch ohne ihn zurecht. Also lief Anton zum Bauernhaus zurück. Voller Schrecken entdeckte er, dass in seinem Zimmer Licht brannte. Und als er vorsichtig die Tür öffnete, fiel sein erster Blick auf seine Mutter. Sie saß neben seinem Bett und wartete. Hallo Mutti, bist du schon lange hier? Wo warst du? Beim Arzt. Beim Arzt? Das soll ich glauben? Du kannst ihn ja anrufen. Und was in aller Welt wolltest du bei ihm? Ich wollte mir andere Tabletten holen. Du wolltest dir... Und ich dachte, du geisterst draußen herum auf der Suche nach Vampiren. Aber Mutti, so unvernünftig bin ich nicht. Und warum hast du uns nicht Bescheid gesagt? Ja... Wir hätten dir doch die Tabletten holen können. Ich wollte euch nicht stören. Und frische Luft ist doch gesund. Jedenfalls sagt ihr das immer. Und hast du die Tabletten bekommen? Die Tabletten? Nein. Herr Stübermann hatte nämlich noch einen anderen Patienten. Ach, eine ziemlich verworrene Geschichte. Aber gerade deshalb glaube ich, dass sie stimmt. Wann wollen wir morgen eigentlich losfahren? Gleich nach dem Frühstück. Fatih muss am Nachmittag nochmal ins Büro. Schade. Oh, hat es dir denn gefallen? Ja. Und du hast deine Vampire gar nicht vermisst? Ich meine, deine Freunde, die immer in den Vampirumhängen herumlaufen? Überhaupt nicht. Aber Vampirbücher musstest du natürlich auch hier lesen. Während du weg warst, habe ich in eins reingeschaut. Vampirgedichte. Kett. Damit holte sie hinter ihrem Rücken Annas Poesiealbum hervor und blätterte darin herum. Anna Irmgard von Schlotterstein. Ist das ein Mädchen aus deiner Schule? Sie... Der Name kommt mir so bekannt vor. Sie ist aus der 2. Klasse. Und was hier für Sprüche drinstehen. Hab Blut auf den Lippen, ob stürmt oder schneit. Zu meiner Zeit schrieben wir nur schöne Gedichte. Die Zeiten haben sich eben geändert. Anton atmete erleichtert auf. Anscheinend nahm seine Mutter die Gedichte nicht ernst. Und Herr Stöbermann würde auch nicht mehr dazu kommen, von seinem Erlebnis mit dem kleinen Vampir zu berichten. Dafür würden Anton und seine Eltern zu früh abfahren. Am nächsten Tag half Anton sogar, die Koffer ins Auto zu tragen. Als das Gepäck verstaut war, erschien die ganze Familie Hering, um sich zu verabschieden. Zu Antons Bestürzung lud seine Mutter Hermann und Johanna ein, sie doch einmal zu besuchen, ohne Anton vorher zu fragen. Als sie endlich im Auto saßen, platzte Anton fast vor Wut. Musstest du sie einfach einladen, ohne mich zu fragen? Nachher sollen sie noch in meinem Zimmer schlafen. Besser als deine Vampirfreunde sind sie allemal. Und ich denke, es wird Zeit, dass du dir neue Freunde suchst. Ich aber nicht. Allein dieses Poesiealbum mit den albernen Sprüchen zeigt, dass es nicht die richtigen Freunde für dich sind. Wann warst du eigentlich das letzte Mal beim Handballtraining? Vor einem halben Jahr. Willst du da nicht wieder hingehen? Es hat dir doch immer Spaß gemacht. Und was ist mit deinem Freund Ole? Wolltest du nicht mit ihm zu einem Töpferkurs gehen? Doch. Na, siehst du. Und deinen Freunden mit den Vampirumhängen gibst du auf dem schnellsten Wege ihr Album zurück. Anton grinste in sich hinein, wenn das so einfach ginge. Aber der Gedanke an den Töpferkurs gefiel ihm auf einmal. Man konnte ja auch etwas anderes töpfern als Blumenvasen. Zum Beispiel Vampire.